Praktikum Physikalische Chemie. Die Auflösungsgeschwindigkeit eines Salzes. Die Ionen des Calciumsulfat bilden ein Kristallgitter. Beim Auflösungsvorgang einer Phasengrenze festflüssig werden die Ionen aus dem Kristallgitter herausgelöst. Im zweiten Schritt werden die gelösten Teilchen beim Transportvorgang von der Oberfläche des Festkörpers entfernt, damit der Lösungsprozess fortschreiten kann. Häufig ist der Transportvorgang der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. In diesem Zusammenhang spricht man auch von diffusionskontrollierten Prozessen. Die Geschwindigkeit der Auflösung wird durch Diffusionsvorgänge innerhalb der Schichtdicke Delta bestimmt. Der Auflösungsvorgang lässt sich bei Salzen durch Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Lösung verfolgen. Die Messung der Leitfähigkeit erfolgt mit einem Konduktometer und einer Messelektrode. Zunächst werden, je nach Größe des Kristalls, 100 oder 200 Milliliter destilliertes Wasser eingewogen. Das Becherglas wird in eine wassergefüllte Schale, die sich auf einer Magnetrührplatte befindet, gestellt. Die Flüssigkeit wird gerührt und die Messelektrode wird so befestigt, dass sie gut in das Wasser eintaucht. Sobald die Temperatur konstant ist, werden die Eigenleitfähigkeit und die Temperatur des Wassers mit der Elektrode gemessen. Der Kristall wird mit Hilfe eines Millimeterpapiers und einer Schiebelehre so ausgemessen, dass die Gesamtoberfläche von allen Seiten bestimmt werden kann. Nach der Bestimmung der Oberfläche des Kristalls wird dieser in das Wasser gegeben und gleichzeitig die Stoppuhr gestartet. Zunächst werden alle 2 Minuten und nach 10 Minuten jeweils alle 5 Minuten die Leitfähigkeit der Lösung gemessen. Die Messung dauert insgesamt 60 Minuten. Abschließend wird die spezifische Leitfähigkeit einer gesättigten Gipslösung gemessen. Nach der Messung wird die Elektrode mit destilliertem Wasser gespült. Kommen wir nun zur Auswertung. Tabelle 1 zeigt die Messwerte der Leitfähigkeit in Abhängigkeit der Zeit während des Auflösens des Kristalls. Zum Zeitpunkt 0 Minuten wird die Eigenleitfähigkeit des Wassers dargestellt. Die Temperatur wird zu jedem Zeitpunkt aufgenommen. Anschließend wird der Mittelwert sowie die relative Standardabweichung berechnet. Tabelle 2 zeigt die Leitfähigkeit der gesättigten Lösung. Dies entspricht dem Wert Kappa unendlich. In Tabelle 4 werden die Leitfähigkeiten der Lösungen mit der Eigenleitfähigkeit des Wassers korrigiert. Anschließend wird der Logarithmus von Kappa unendlich durch Kappa unendlich minus Kappa berechnet und gegen die Zeit aufgetragen. Aus der Trendlinie der Geraden kann die Geschwindigkeitskonstante bestimmt werden. Durch die RGP-Funktion wird die relative Standardabweichung berechnet. Tabelle 5 zeigt die Äquivalentleitfähigkeit der Kationen und der Anionen. Trägt man diese gegen die Temperatur auf, kann durch die Geradengleichung die Leitfähigkeit der Ionen bei bestimmter Temperatur ermittelt werden. Mit diesen berechneten Leitfähigkeiten kann die Diffusionskonstante bestimmt werden. Zuletzt wird die Schichtdicke Delta mit dieser Formel bestimmt. Zuletzt wird das Auswerteblatt ausgefüllt.